Meine Damen und Herren, guten Abend, hier scheint die Sonne. Das sehen Sie hier in Weilerstadt. Es ist ja erstaunlich sonnig gewesen, einige Tage und mild. Das kennt man nicht so im Februar, die fünfte Jahreszeit. Da gibt es ja unterschiedliche Wetterlagen, je nachdem. Der Höhepunkt ist ja der 3. März. Sie werden jetzt hier in Weilerstadt Fastnet erleben, einen großen Umzug mit vielen tausend Menschen. Da werden wir vielleicht hingehen. Ja, und aber da ist vielleicht das Wetter bis dahin nicht durchgängig so schön sonnig. Ich war eben noch draußen. Natürlich habe ich die Sonne mir gegönnt. Tagsüber war das nicht immer so möglich, weil ich ja im Büro sitzen muss, leider viel. Und da stellt sich ja die Frage des mobilen Arbeitens, was ja immer mehr hier weltweit eben in die Diskussion kommt. Es gibt natürlich ein Brotbacken, das muss man in der Backstube, heißt ja, Bache, ne, auf Schwäbisch. Das kann man natürlich nicht gerade überall, aber wenn jetzt hier einer eine Tätigkeit hat, wo er mit dem Computer in der Hand, vielleicht mit dem Laptop in der Hand, in der S-Bahn sitzen oder in einem Park sitzt, auch arbeiten könnte oder Studierenden oder andere Menschen natürlich sehr wohl. Man muss aber aufpassen, erstens Datenschutz, das muss man beachten, zweitens Pausen. Also diese Selbstaufgabe der Arbeit. Ich meine, wenn man sich in der Arbeit wiederfindet oder in der Arbeit verlieren, diese Bemerkung gibt es ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten rund um die Uhr. Arbeitssucht gibt es auch. Das darf natürlich nicht sein. Süchtiges Verhalten bezüglich eines totalen Überarbeitens. Würde mir nie passieren, ne? So heißt der Witz. Aber es ist nicht lustig. Insofern geht es ja darum, dass man hier eine klare Regelung findet mit dem Arbeitgeber. Ich bin ja ein strammer Gewerkschafter, wie Sie wissen. Das steht übrigens auch in meinem neuesten Leserbrief drin, der möglicherweise morgen kommt in der Kreiszeitung, oder den finden Sie ja auch auf meiner Homepage, hier steht ja auch nochmal mein Name, ne? Und da sehen Sie auch die E-Mail-Adresse, und dann gibt es auch noch eine Homepage, wo immer die Produkte, eben diese Leserbriefe, zu lesen sind. Man könnte sie auch vorlesen, das habe ich jetzt im Moment nicht vor. Blühende Gärten, der NABU hat hier mir das zugeschickt, ein bisschen Samen ist da drin für ein Quadratmeter von Blumen, damit es summt und brummt. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Die Mischung Kornrade, Acker, Gauchheil, Acker, Hundskamille, rundblättliches Hasenohr, Acker, Ringelblume, Kornblume, Feldrittersporn, Saat, Wucherblume, echter Frauenspiegel, Acker, Steinsame, Acker, Vergissmeinnicht, Sandmohn, Klatschmohn, Acker, Hahnenfuß, Acker, Lichtnelke, Acker, Senf, gekieltes Rapünzchen, Ackerfeilchen. Die enthalten Artenblühen einjährig. Ja, super gut, ne? Das mache ich. Müssen wir halt gucken, wo noch ein Quadratmeter frei ist. Das liegt hier auf dem Tisch, damit man es nicht vergisst. Jetzt zur Politik, da gibt es nichts Neues. Ist immer das Gleiche, ne? Es geht um die Macht. Es geht um Besitz, es geht um Geld, es geht um Sex. Ne? Also wo die Kleopatra, jetzt höre ich da ein Geräusch, das deutet darauf hin, dass es jetzt bald was zu essen geben könnte. Ne? Ein Rindfleisch-Haché, vermute ich jetzt mal. Aus dem habe ich jetzt schon 4 Minuten gesprochen. Ich wollte Sie noch darauf hinweisen, dass Sie ein Hängerle bei mir. Weichkalle, so hat einer geantwortet. Weichkalle, da gibt es ein Medikament bei Ratio Farm fürs Hängerle. Nee, aber Hängerle ist ja das Hängerle, was jeder Schwabe hat, was hinten am Fahrzeug dran ist. Ne? Das ist also das sogenannte Hängerle. Und dieses Hängerle können Sie kaufen. Ne? Das ist der Fahrzeugbrief. Ne? Und dann gibt es noch einen Fahrzeugschein, und hier sind die Maße drauf, die hat man nicht gewusst und abgefragt, die habe ich dann nochmal durchgegeben. 500! Also das Hängerle können Sie jetzt für 500 ersteigern, bei eBay natürlich. Und dann fahre ich Ihnen das auch noch zu, das steht da auch. Das wollte ich Ihnen noch sagen, bei der Politik gibt es nichts Neues. Sie wissen ja, wo ich Mitglied bin, ich werde allerdings keine Wahlaussage
machen, weil der Wähler und die Wählerin müssen selber entscheiden, was richtig ist. Es gibt natürlich hier bei dieser Wahl, die Stadtratswahl oder Gemeinderatswahl, Ortschaftsratswahl möglicherweise, Kreistagswahl, Regionalwahl und Europawahl. Und da ist es natürlich so, dass sie da unterschiedliche Wahlbedingungen haben. Der Wähler, der aktive Wähler, wer ist wahlberechtigt, das ist unterschiedlich bei diesen Wahlen, das ist nicht einheitlich. Bei der Kommunalwahl ab 16 und so weiter und Europa, EU-mäßig. Und das ist aber nicht einheitlich. Passen Sie da mal auf, wenn Sie in so einem Wahllokal als Helfer sitzen, da werden Sie dann entsprechend eingewiesen. Oder wenn Sie in einer Behörde möglicherweise in einen Kreiswahlausschuss berufen werden, das werden wir noch sehen, ob das bei mir der Fall sein könnte, so heißt es. Ne? Ja, ansonsten, beruflich sieht es ganz gut aus am Arbeitsplatz, dann privat auch, haben wir schon gesehen, und dann politisch nicht so gut. Die Gemeinnützigkeit des Vereins ATTAC ist aufgehoben worden. Da ging es ja ein paar Mal hin und her, auch juristisch. Ich finde es falsch, dass man dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen hat. Da stecken natürlich politische Interessen dahinter. Das ist also eine Riesensauerei, würde man sagen, eigentlich, einfach ausgedrückt. Ich bleibe da trotzdem Mitglied, auch wenn man den Mitgliedsbeitrag jetzt nicht mehr von den Steuern absetzen kann. Die Gemeinnützigkeit hat ja nicht nur steuerliche Bedeutung, sondern auch die Bedeutung, in welcher Form eben dieser Verein, diese Vereinigung tätig werden kann, darf oder wie auch immer. Die Anerkennung ist damit eben verbunden, auch für Leute, die vielleicht nur in Teilen mit diesem Verein übereinstimmen. Wenn Sie das, die Sache mit dem Cum-Ex, was ja auch im Deutschlandradio nochmal verdeutlicht worden ist, die Skandale um Cum-Ex, wo es um Milliardenbeträge geht, die hier findige Steuerbetrüger hinterzogen haben, wenn Sie das in Relation setzen zu den paar Euros, um die es geht. Und der Gerhard Schick, den habe ich neulich schon mal hier benannt, hat sich entsprechend geäußert, und kaum sitzen wir im Auto drin, machen dieses Autoradio an, und von wem ist die Rede? Von Gerhard Schick. Der hat ja eine Vereinigung gegründet, und da überlege ich jetzt mal, ob ich da auch nochmal Mitglied werden könnte. An sich, hier Deutsche Bund, DBU, Deutsche Buddhistische Union, auch da gibt es Äußerungen wegen Kinder und so, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, gab es einen prominenten Fall, und wenn Sie das hier sehen, die kurzen Haarschnitte, ob es bei den Buddhisten auch sowas gäbe, ist ja immer die Frage. Man findet ja alles im Internet, man findet Fake, man findet, wenn man lang genug sucht, vieles andere mehr. Wer sucht, der findet, aber andererseits ist mir persönlich wichtig, man kann auch ein bisschen filtern, man muss nicht jeden Scheiß sich antun und auch nicht zu viel Zeit hier digital verbringen. Die Sonne ist viel zu wertvoll, Sie sehen, es scheint immer noch, ne? Die Sonne scheint mir auf dem Bauch, das soll sie auch. Und jetzt haben wir fast 10 Minuten. Ich werde sie wieder ihrem Schicksal überlassen. Pardon. Bleiben Sie gesund und munter, sonst kriegen Sie Husten, so wie ich. Wenn Sie sich falsch ernähren, falscher Lebensstil, dann kriegen Sie eben Husten. In diesem Sinne, alles Gute für Sie. Bis zur nächsten Ansage. Bleiben Sie geschmeidig. Und tschüss.